Wir haben 5 Stunden in Berlin. Was sollen wir machen? Ich denke, dass wir Natur sehen können. Ja, das ist eine gute Idee. Wir können zu Erholungspark Marzahn gehen. Der Park liegt hier in Ostberlin. Wir können die S-Bahn nehmen, um dort zu gehen. Der nächste Bahnhof ist Kienberg, ich denke, und ist einen halben Kilometer vom Park. Der Park war im 1987 eröffnet und hat 215 Hektar. Die Hauptattraktion ist der Garten der Welt. Und der Garten der Welt hat, ich denke, 6 Abschnitte. Ja, hier Chinesisch, Japanisch, Balinesisch, Orientalisch, Koreanisch, Koreanisch und Italienisch. Der Park ist sehr berühmt und ich denke, das ist der schönste Park in Berlin. Okay, wenn wir ins Zentrum Berlins gehen wollen, hier können wir Tiergarten besuchen. Er liegt südlich vom Reichstagsgebäude, zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz. Tiergarten ist der drittgrößte Park in Deutschland. Halb Kilometer geradeaus vom Brandenburger Tor liegt die Siegessäule. Sie war für Preußen gebaut, nachdem Preußen 3 Kriege gewonnen hat. Victoria Park hier ist in der Nähe vom Tiergarten. Und er ist ungefähr 25 Minuten mit der S-Bahn hier. Seit 1854 hat er geöffnet. In dem Park ist ein Denkmal von Friedrich Wilhelm III. Er hat von Napoleonkrieg gegen Frankreich gekämpft. Auch hat der Park einen schönen künstlichen Wasserfall. Er war im 1821 gebaut. Können wir noch Victoria Park gehen? Ja, like für Essen? Ja, das ist eine gute Idee. Toll. Ich denke, dass zuerst wir zu Erholungspark Marzahn gehen sollen. Ist das gut? Stimmt dir zu? Ja? Ja, das ist gut, ja. Okay, wir gehen.